Ja, wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ihr seht da im Hintergrund die Hühner. Die gucken schon alle. Die haben eigentlich Hoffnung, dass ich die rauslasse. Aber heute werden sie nicht rausgelassen. Heute ist der 21.02. Das heißt, heute ist der erste Tag, an dem wir Jungpflanzen abholen können. Und da freuen wir uns auch schon richtig drauf. Und wir fahren jetzt zu dem Hof, wo die zwischengelagert wurden, weil Natterer nicht bis zu uns hier liefert. Ja, und da werden wir unsere ersten Jungpflanzen entgegennehmen. Wir freuen uns total, sind super gespannt. Ja, und wir nehmen euch gerne mit. Wenn ihr also Lust habt, dann bleibt dran. Meine Frau war aufgeregt wie ein kleines Kind zu Weihnachten, als wir die Pflanzen geholt haben. Als wir dann angekommen sind und wir die Pflanzen eingeladen haben in den Hänger, habe ich eigentlich gedacht, sie würde ein paar Filmaufnahmen machen. Hat sie aber in der Aufregung völlig vergessen. Naja, am Ende hat sie dann halt nochmal kurz die Pflanzen gezeigt, als wir die schon auf dem Hänger verstaut und gesichert hatten. Aber das könnt ihr ja hier selber sehen. So, mir ist es leider zu spät eingefallen, nochmal ein Video zu machen, aber die kleinen Jungpflanzen sind verpackt. Ich glaube, sie sehen gut aus. 24 Kisten. Aber ich zeige es euch noch mal, wenn wir zu Hause wieder angekommen sind. Ja, endlich geschafft. Ein langer Tag geht wieder zu Ende. Und hier könnt ihr mal sehen, was wir jetzt alles haben. Ich finde es ja schon krass, wie klein die Pflänzchen sind. Aber die werden groß, ihr Lieben, die werden groß. Natürlich immer die Hoffnung, die richtige Sortenwahl getroffen zu haben. Aber da bin ich eigentlich guter Dinge. Ja, so sieht's aus. Und die müssen jetzt in den nächsten Tagen alle in die Erde. Schauen wir mal. Am nächsten Morgen ging es schon ganz früh auf den Acker. Den Kompost wollte ich natürlich mit dem Schlepper fahren, da wir einen Frontlader haben und man sich die Arbeit erleichtern kann. Leider habe ich nach der dritten Fahrt direkt bemerkt, dass das rechte Vorderrad ganz lose war. Das waren aber nicht die Radschrauben, sondern das Radlager. Das war total ausgeschlagen, sodass ich keine weitere Fahrt mehr machen konnte. Daher musste meine Frau alles mit der Schubkarre bewältigen. Ärgerlich, aber leider nicht zu ändern. So, also ihr seht, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Es sind tatsächlich schon fast 4 Beete. Ich habe nur echt keine Kraft mehr, weitere Schubkarren zu fahren, weil hier muss ja richtig Kompost drauf. Das heißt, pro Beet, was 16 Meter lang ist, kommen hier ungefähr 10 bis 12 Schubkarren Kompost drauf. So, und jetzt zeige ich euch mal, wo mich der Weg dann immer lang führt. So. Und da hinten, Freunde der Nacht, da ist unser Komposthaufen. So. Das heißt, 100 Meter hin, 100 Meter mit einer vollen Schubkarre zurück, über eine Buckelslandschaft. Also das macht echt keinen Spaß. Und ich habe es jetzt aufgegeben. Ich habe jetzt gesagt, ich werde jetzt pflanzen. Ich muss mal was für meine Seele tun. So. Wie es so ist im Leben, ne? Am Anfang ist es immer schwer, weil man hat ja auch nicht die Patte für alles. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, das habe ich schon mal gesehen, als Gartenhack zu markieren für meine Pflanzabstände, meinen Rechen und einen Gartenschlauch zu missbrauchen. Und dann kann man den hier aufstecken, diese Gartenschlauchstücke, immer da, wo man sie gerade braucht. So, und ich möchte jetzt Feldsalat pflanzen und den pflanze ich 5-reihig. Ja? So, und damit ziehe ich mir jetzt auf meinem Beet meine Rillen und dann kommt der Feldsalat, ihr seht ihn schon, in die Erde. So, da wollen wir mal.
Meine Reihen sind gezogen. Und jetzt geht's dran, den Feldsalat zu pflanzen. Das heißt, ich nehme mir hier immer eine Handvoll raus. Am Anfang muss ich natürlich gucken, dass ich nicht kaputt mache. So. Natürlich eine mühsame Fusselei hier, ne? Und jetzt setzt du langsam Regen ein, dann zieht sich der Kameramann mal schön zurück. Toll, super. Du hast es so gewollt. Ja, genau. Aber die ersten zwei Kisten sind schon drin, man denkt gar nicht. Das sieht gar nicht so aus, ne? Geht so ein bisschen verloren auf der Fläche. Naja, ein paar Schubkarren haben dann mein Sohn und ich auch noch geholt, sodass die vierte Reihe komplett mit Kompost voll wurde. Bis zum Abend hat die Frau es doch auch geschafft, 3,5 Reihen zu pflanzen. Am nächsten Tag soll es dann weitergehen. Am nächsten Morgen hatte meine Frau gerade die letzte halbe Reihe fertig gepflanzt, als auch starker Schneeregen einsetzte. Unter diesen Umständen waren Weiterpflanzen natürlich nicht mehr zu denken. Also mussten schleunigst die Beete abgedeckt werden. Da man sich Ende Februar, Anfang März noch nicht auf das Wetter verlassen kann, müssen die Pflanzen natürlich auch geschützt werden. Dazu hatte meine Frau Federstahlstäbe und Vlies bestellt. Der kam jetzt zum Einsatz. Unter einen Vliestunnel, den wir hier sehen, passen jeweils 2 Beetreihen. Kurz darauf forderte der Schneeregen, der schlammige Untergrund und die Hanglage ihr erstes Opfer. Schön, wenn mir jemand helfen könnte, bevor ich hier klitschenass bin. Als unser Sohn meiner Frau zu Hilfe eilen wollte, hat er an der Stelle hier auch einen kleinen Spagat hingelegt. Ich komme jetzt noch nicht mal alleine hoch. Guck, wie schnell. Komm. Das ist nass und kalt. Na, nicht solche Worte. Zeig dich mal. Sieht aus, ey. Super. Ich fühle mich gerade wie ein Pudel, ey. Aber nur wie ein nasser Pudel. Ja. Ist das dein Ernst? Ja. Nee, das ist nicht. Ich will mal zeigen, wie du aussiehst. Ja, dann von hinten. Ja. Guck mal, das Bandmaß ist eingerollt, so dreckig ist das. Ja, super. Das müssen wir mal mit runternehmen und abspülen. Hier, guck dir das mal an. Ja.